So, hallo liebe Zelda-Freunde, und da geht es heute weiter mit dem Zelda-Stream. Beim letzten Mal haben wir aufgehört bei Master Schwert und werden auch da weitermachen. Ich werde allerdings noch ein paar Items holen, die ich übersehen hatte. Versuche ja die 100% zu machen. Hoffe auch, dass ich nicht alles wirklich übersehe, aber es ist halt auch schon 5-6 Jahre her, wo ich jetzt gespielt habe. Ich lasse das Intro jetzt noch zu Ende laufen und danach werde ich dann mal loslegen. Kleinen Speedrun habe ich auch noch vor, allerdings wird er jetzt nicht während dieses Streams passieren, sondern den werde ich wahrscheinlich dann mal versuchen, sobald das Zelda dann durchgespielt ist. Allerdings wird das ein Any-Person-Run, da ich auch nur einen einzigen Glitch wirklich kenne und den wollte ich vorher zumindest noch ein bisschen üben, dass ich den auch hinkriege. Ja, wie man sieht, der Spielstand ist zumindest schon recht fortgeschritten. Bin bis jetzt auch ganz gut dabei. Ich habe auch noch mal nachgeguckt gehabt. Allzu viel übersehen habe ich bis jetzt nicht. Bisher bin ich gut durchgekommen und habe bisher auch relativ gut alles im Gedächtnis gehabt. Fangen wir dann sagen bei links Haus, dann kann ich nämlich die dritte Flasche holen. Man kann auch irgendwo die Herzteil auffüllen. Heute sollte es keine Komplikationen geben, da ich diesmal vorher geprüft habe, ob auch wirklich alle Updates abgelaufen sind. Das hat schon letztes Mal ein bisschen gestört gehabt, dass der PC permanent am Neustarten war. Mal wieder zurückgekommen. Irgendwo konnte man runterjumpen. Allerdings der Seite passieren nicht von anderen. Na gut. War ein ganz gutes Stück drin, aber das ist ja egal. Machen wir uns mal auf den Weg, Flasche Nummer 3. An den Zuschauer. Bin schon beim Stream dabei. Hast allerdings nicht allzu viel verpasst, da ich bis jetzt nur ja, die dritte Flasche geholt habe. Eine kommt ja noch, aber die kommt erst später. Da komme ich so noch nicht dran. Ich mache jetzt mehr oder weniger das, was ich beim letzten Mal vergessen habe, hole ich jetzt noch kurz. Ich könnte auch schon das Windamulett noch holen, aber bevor ich jetzt den ganzen Todesberg hochkraxel, mache ich lieber weiter und hol's mir dann später, sobald ich den Vogel habe.
dann einfach hochfliegen kann. Da spare ich mir auf jeden Fall eine Menge Arbeit mit. Oh. Nicht im Sinne war da noch ein Herzteil, was ich übersehen habe. Gegen. Übersehen. Ah ja, genau. Wüstentempel. Da war in der Nähe noch ein einziger. Eine einzige Höhle, die ich gesehen habe, wo noch ein Herzteil drin war. Hole ich mir jetzt. Gegner werden erstmal gekonnt ignoriert. Eine nämlich, wo oben rechts hätte ich die Höhle gesehen. Mal gespannt, ob ich dran gedacht habe, die Stelle frei zu bomben. Ich beim letzten Mal echt so blind war, die übersehen habe. Die tatsächlich übersehen. Weil ich mal Tomaten auf den Augen gehabt. So. Voila! Das nächste Herzteil. Das habe ich nämlich beinahe übersehen. Ich hatte mir die Tage nämlich einen 100% Speedrun angeguckt und da war mir nämlich noch so ein Gedanken gekommen, Moment mal, da habe ich doch noch was vergessen. Jetzt ist gerade ein bisschen Rubinknappheit, aber das sollte ja halb so wild sein. Was war daneben? Okay, hat sich jetzt nicht gelohnt. Egal. Dann machen wir mal mit dem Spielverlauf weiter. Den Rest kriege ich nämlich leider erst später. Komme ich so jetzt noch nicht an. Erstmal in die Schattenwelt. Wege dafür habe ich zwar schon. Allerdings habe ich noch nicht die besseren Warp, sage ich mal. Autsch. Ach ja, die Krieg vom Hyrule Schloss ist immer noch mit einer der besten. Wahrscheinlich auch einer der bekanntesten. Hallo an den weiteren Zuschauer. Ich muss ja hoch. Oh, hi, hi, King.
So, bist genau richtiges Timing reingekommen. Jetzt geht's nämlich erstmal gegen Aghanem. Hast auch noch nicht so viel verpasst. Ich habe mir jetzt erstmal noch kurz das eine vergessene Herzteil geholt. Und ja, eine Flasche, die ich noch vergessen hatte. Ah so, okay. Das switcht nur mal wieder verdammt langsam. Na komm. Ich hab noch eine Flasche frei. Hier und hier in der Dunkelheit. Ah, da, da. Dann sehe ich auch mal, wo ich hinlatsch. So, von der anderen Seite. Damit er mich nicht trifft, wollte ich gerade sagen. Ah, okay. Na gut, ich habe jetzt ja einen Streaming-Tag ausgesetzt, also... In erster Linie wollte ich auch schauen, dass ich das gemütlich mache, also auch nicht, ich sag mal, unter Druck. Es wird ja auch, wie ich schon, wie ich jetzt auch schon überall geschrieben habe, kein Speedrun, sondern einfach nur ein normaler Durchgang. Wo ich halt eine Möglichkeit versuche, 100% zu holen, beziehungsweise, ich denke mal schon, dass ich das schaffen werde. Soll schon werden. Bin ja jetzt auch nicht so schlecht in der Zeit, sage ich mal. Ah, da. Nicht. Wusste ich doch, dass der nervtötende Archer Schlüssel hat. Zumindest kann ich mich heute bei dem Stream schon mal besser konzentrieren, weil ich mir ziemlich sicher sein kann, dass der PC heute keine Neustarts mehr macht. Das habe ich nämlich vorher schon erledigt. Etc. enthalten. Ich habe immer noch nicht die maximale Anzahl an Bomben, die will ich mir auf jeden Fall noch holen.